Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Also jetzt heute, wo ich das Video drehe, ist gerade erst mein Unboxing zu der Notino Märzbox online gekommen und dann hatten sie auch schon wieder die Aprilbox online gestellt und zack, habe ich sie jetzt hier und jetzt kann ich euch die vorstellen und irgendwie rasten die ja volle Elle aus. Es ist Mitte März und die haben schon die Aprilbox hier. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich gemerkt, dass wir das auch ziemlich feiern, ne? Das Motto ist dieses Mal Get Ready With Me Everyday Makeup Essentials, was ich ja total feiere. Wir zahlen ungefähr 33 Euro für diese Boxen. Die sind auch immer wieder mal reduziert und so. Also ne, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link reingesetzt. Und ihr bekommt auch noch die alten Boxen, die dann auch schon wieder krass reduziert sind. Vor allem die letzte Box lohnt sich gerade. Ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt dazu kommen, euch das Video hier hochzuladen. Die ist nämlich auch gerade auf 23 Tacken reduziert. Mega krass. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese wunderschöne Box reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wahnsinn, oder? Also wie schnell das geht, ist auch eine ganz tolle Sache, wenn man so eine Geschenkbox halt ne, verschenken möchte, weil das ist kein Abo oder so. Man kann die bei Notino online bestellen. Du bekommst dann auch immer 10% auf die Marken, die jetzt hier in der Box drin enthalten sind. Du siehst online schon, welche Produkte hier drin enthalten sind. Ich mache euch trotzdem das Unboxing. Drösel euch das auch gerne mal preis-leistungstechnisch auf. Und Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Die ist halt auch schon wieder echt gut gefüllt, ne? Da geht die Party ab, Leute. Also hier sind manchmal auch so Produkte drin, die etwas spezieller unterwegs sind. Aber ich sehe hier direkt auch schon, dass es wirklich um Get Ready With Me geht. Also quasi um Schminke vor allem und ein bisschen pflegende Geschichten sind hier auch mit dabei. Das hier ist natürlich so eine Sache für sich. Ich habe die in meiner Farbe da. Man kann die jetzt, wenn man die in dieser Farbe hier drin hat, einfach mal ausprobieren, dass man schaut, ob einem überhaupt die Konsistenz gefällt. Aber ich glaube, die Farbe 220C passt jetzt nicht jedem. Von Lancôme die Teint Idol Ultra Wear Care and Glow Foundation hat man hier nämlich mit 5 Millilitern drin. Das ist wirklich ein bisschen schade, ne? Also wenn man wenigstens die Möglichkeit hätte, sich irgendwie die Farbnuance so grob auszusuchen. Aber ich glaube, das können die einfach logistisch nicht leisten, dass du jetzt irgendwie zwischen, keine Ahnung, sagen wir mal 3 verschiedenen Farben mindestens wählen könntest, ne? Weil das ist schon sehr, also für mich überhaupt nicht passend, um das mal so zu sagen. dann habe ich hier etwas drin. Da habe ich schon so viele von schwärmen hören. Und ich habe auch gesehen, dass es bei Purish zum Beispiel auch so ein Set aktuell gibt von Essence, wo auch die Palette mit drin ist. Also schaut da gerne mal vorbei, verlinke ich euch mal in der Infobox. Das ist The Cool Nude Edition Eyeshadow Palette von Essence. Die schaut so aus, ist halt eine absolut kühle Palette. Und das ist verrückt, die ist ja schon relativ alt, ne? Aber genau diese Arten von Paletten wurden jetzt ja in letzter Zeit sehr, sehr viel gedroppt von Beat Perfect und von Indie Brands und hast du nicht gesehen. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut jetzt so aktuell. Aber ich feiere die Farbkonstellation jetzt nicht so mega. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Trotzdem weiß ich, dass diese Art von Paletten sehr gut sind. Denn ich hatte oder habe diese Rosy Edition davon. Die ist sehr, sehr, sehr weich, sehr schön zu verblenden, sehr einfach im Verwenden, ne? Auch von Essence habe ich hier drin. Das ist ja relativ, also krass. Auch eine Originalgröße halt. Essence Choose Your Glow Highlighter Palette. Die habe ich selber noch da. Und ich bin sehr happy gerade, dass wir hier mal einen Highlighter in so einer Box drin haben. Das ist ja ein krasses Pferd, ne? Oder habe ich die schon aussortiert? Ich weiß es nicht. Ich bin ja sehr rigoros immer in allem, was ich so tue, ne? Möglicherweise habe ich die nicht mehr. Ja, Tatsache habe ich die schon aussortiert, denn das Ding ist oft bei diesen Paletten, dass mir, wenn dann ein Ton passt, und das ist ja hier dieser Major Glow Ton, ne? Die anderen sind mir halt immer zu dunkel. Das ist jetzt sehr schade tatsächlich. Oh. Ich habe es letztens noch gesagt, ich würde mir so wünschen, dass wir mal wieder mehr Highlighter in solchen Boxen drin haben. Nun, so ist das manchmal. Hier habe ich jetzt ein Heat Protecting Spray, das ist ja auch cool. Style Stories Thermal Protector No Hold. Also da geht's wirklich um den Hitzeschutz. Von Alpha Parf Milano, 200 Milliliter. Hitzeschutz können wir alle sehr gut gebrauchen. Und wenn es wirklich nur der Hitzeschutz fürs Föhnen ist oder für die Sonne, ne? Also deswegen finde ich sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie der so ist. Ich kenne das Produkt noch nicht, aber ich denke, das kann man gut kombinieren, wenn du sowieso nur ein Leave-In-Conditioner-Spray hast und da vielleicht nochmal on top was drüber geben möchtest, also dass du kein Kombiprodukt zu Hause in Anwendung hast. Da habe ich jetzt aktuell zum Beispiel nicht. Ne? Ich habe nur einen Leave-In-Conditioner, aber keinen Hitzeschutz. Das heißt, das hier werde ich mir direkt mal mit runternehmen, um es mal auszuprobieren. Finde ich klasse. Dann habe ich von Nobea einen Kohl Eyeliner Lasting and Water Resistant in der Farbe Braun. Schön.
Sowas kann man doch auch eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ist für einen Alltagslook auch ganz gut geeignet. Damit kann man sich halt einfach die, hier die Wasserlinie oder Tightlining oder sowas machen oder einen leichten Eyeliner. Das ist einer zum Hochdrehen und das ist eine sehr schöne Alltagsfarbe. Ne? Wenn man halt jetzt nicht irgendwie sich kunterbunt schminkt, dann ist so ein brauner Eyeliner auch immer eine ganz gute Geschichte. Auch das dürfte eine Originalgröße sein. Ich finde es schon krass, muss ich ehrlich sagen, dass die in so eine Box halt so viele solche Produkte reinpacken. Das ist ja auch süß. Cherie, Kate Spade, New York. Ein Eau de Parfum mit 4,5 ml. Das dürfte wirklich nur eine kleine Miniaturgeschichte sein und nicht zum Sprühen. Da habe ich mich ja letztes Mal so drüber gefreut, ne? Ja, das ist tatsächlich nicht zum Sprühen. Kommt dann in einen Adventskalender, den ich selber erstelle. Das dürfte so von der Optik her, von dem, wie es so, ne, rüberkommt, schon von dem Duft her meins sein. Ich schreibe euch hier mal die Duftnoten rein. Aber da ich das eh weitergebe, weil ich diese kleinen Mini-Flakons nicht selber sammle, werde ich es halt auch nicht behalten. Klar, man kann es umfüllen. Ich habe ja auch so Reisegeschichten und so, ne? Aber das macht dann eigentlich nicht so viel Sinn und ich sammle die einfach übers Jahr. Dann habe ich von Brush Art Accessoires Basic Make-up Sponge mit einer flachen Seite. Ja, sowas ist auch immer ganz praktisch. Ich mag gerne Schwämmchen. Ich habe auch immer ordentlich welche da. Ich wasche sie erst per Hand, dann kommen die sogar in der Waschmaschine bei mir. Was eine abgefahrene Farbe. Die finde ich ja geil. Kommt in der Kamera, glaube ich, nicht so leuchtend rüber, wie es ist. Das ist so ein richtiges Peach. Das ist richtig, richtig Peach. Finde ich cool. Das kommt auf jeden Fall in meine Full-Face-Beauty-Box mit rein. Denn damit kann ich mich ja schminken. Muss nur vorher einmal mit der Hand durchgewaschen werden. Okay, wow. Wir haben von Lancôme eine Lash Idol Mascara in einer kleinen Größe hier drin. Hier ist jetzt überklebt, wie viel Milliliter hier drin sind. So schaut die aus. Die dürfte ich in der Originalgröße da haben. Das ist eine Mascara, die jetzt bei mir nicht so Wawawoom Lashes macht. Die ist halt für den Alltag ganz gut gewesen. Die habe ich nämlich mal, ich meine, von Emmy geschenkt gekriegt. Der Wahnsinn, ne? Und das ist diese Mascara. Die sieht echt abgefahren aus vom Bürstchen her, ne? Also das ist wirklich wie so eine abgeknickte Hand. Das ist echt fancy. Und ja, die kommt auf jeden Fall mit ins Full-Face-Beauty-Boxen. Ja, Gummibürstchen, mega trennend und so und macht dann auch ein bisschen Schwung mit rein. Und die haben wir halt in der Reisegröße hier mit drin. Das ist nicht schlecht. Da haben wir 2 Lancôme-Produkte sogar mit drin. Und eins von Yves Saint Laurent. Krass. All Hours Foundation. Teint Longue Tenue All Day Long Wear. Das ist welche Farbe? LN4. Ja, auch das dürfte vielleicht ein bisschen dunkel für mich sein. Auch hier haben wir 5 ml am Start. Und da haben wir ein kleines Tübchen drin. Finde ich irgendwie schon cool. Ich muss nur mal gucken, wie die Farbnuance hiervon so aussieht. Ich kann euch das ja auch mal einblenden. Die müsste ich auch noch in meiner Farbe da haben. Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz cool, dass du hier durch diese Box die Möglichkeit hast, eben 2 sehr, sehr hochpreisige Foundations einfach mal auf deinem Gesicht auszuprobieren, wie sie überhaupt so auf deinem Gesicht sitzen, bevor du dich für deine eigene Farbe entscheidest. Ne? Ist gar nicht so verkehrt. Noch eine Mascara ist hier am Start von Bourjois Paris, die Volume Glamour Mascara. Ultra Volumateur. Das ist diese hier. Auch sehr, sehr cool. Sehr hübsch hier, ne? Mit dem Pinöppel da oben drauf. Die kenne ich noch nicht. Oh, das ist jetzt eine Faserbürste, die so tannenbaumförmig geht und so ausschaut. Ja, riecht nach Mascara. Nicht schlecht. Krass, 2 Mascaras hier auch mit drin, ne? Und dann habe ich hier von Max Factor noch ein Lippenset, Lipfinity 24 Hours, Step 1 und Step 2 Lip Color and Top Coat mit drin. Das ist dieses hier. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das als Jugendliche auch mal hatte. Lipfinity in der Farbe 160 Eist. Eingefroren. Oh, eine sehr schöne Farbe. Das ist so eine richtige My Lips But Better Farbe, ne? Kennt ihr diese Lipfinity-Dinger? Und dann hat man halt für unterwegs diesen Topcoat quasi, genau. Und den kann man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nämlich über den ganzen Abend immer wieder neu drauf machen, genau. Und hat dann quasi wirklich einen sehr, sehr haltbaren Lippenlook, ne? Riecht aber nach nichts. Aber ich meine mich noch an das Produkt zu erinnern. Ich meine nämlich, dass ich das mal irgendwann drauf hatte, als wir ein Oktoberfest hatten. Aber da hatte ich das in einer ganz krassen Farbe drauf, ne?
Echt geil. Wird ausprobiert. So, oder halt nochmal in mein Gedächtnis gerufen. Ja, wir haben hier immer sehr viel Kröbelpapier drin, davon lassen wir uns jetzt nicht beeinflussen. Aber wir haben hier auch noch einen Lidschattenpinsel mit dabei von Brush Art Everyday Collection. B72 Definer Brush. Und das ist so ein Pinsel, der ist so ein bisschen wie ein Blender, aber der ist so zusammengedrückt. Also das ist so ein Zwischending zwischen Blender und Shader, würde ich sagen. Einfach ein Lidschattenpinsel, mit dem du auch sehr gut in deine Lidfalte so reinkommst, um da halt auch deinen Lidschatten aufzutragen und gegebenenfalls zu verblenden, ne? Und sowas verwende ich auch wirklich viel. Also ja, das war er nun, der Inhalt von dieser Box. Also wie gesagt, wir haben hier immer sehr viel Füllmaterial mit drin. Das sieht dann immer etwas mehr aus, als drin ist. Trotzdem haben wir hier eine krasse Box, weil es eine sehr, sehr mega plastige Box ist. Und ich glaube, dass viele das auch sehr cool finden werden, weil man hier für 33 Euro halt auch direkt weiß, was man hier als Inhalt drin hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann halt nur ein Pflegeprodukt mit beizuhaben, feiern wahrscheinlich auch viele. Klar haben wir zwei Foundations drin, die shade-technisch etwas schwierig sein könnten. Aber wie gesagt, zum Ausprobieren funktioniert es. Ein Fullface kriegt man jetzt nicht, doch kriegt man grob. Ne? Aber vielleicht hätten die anstatt von den Foundations sagen können, wir machen hier lieber ein Puder oder sowas rein. Ich glaube, da hätten sich mehr Leute noch mehr drüber gefreut. Trotzdem haben wir hier schöne Sachen drin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr jetzt dieses Mal die Box so fandet. Ich würde schon sagen, dass sie sich lohnt. Werttechnisch liegen wir, glaube ich, auch eh ganz gut da. Viele werden jetzt nicht unbedingt die Teelichter vermissen, die wir die letzten Male drin hatten. ihr Lieben, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare, können wir uns gerne austauschen und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.